Hallo, ja, bei den letzten Malen habe ich jedes Mal gedacht, das war es jetzt erstmal und jetzt kommt wirklich erstmal für einige Zeit nichts von mir. Aber der Impuls, der ist gerade einfach auch nochmal so da, deswegen kommt er jetzt. Mal am Beispiel 5G. Die Aufklärung darüber ist sehr wichtig. Aber ich denke, angemessen für unser Jetzt im Moment, hier in dieser Zeit, ist dann auch mögliche Lösungen aufzuzeigen. Lösungen, die schon sichtbar sind, die schon da sind, die bald da sein können, wenn man sie visioniert, manifestiert, daran glaubt. Zum Beispiel ist es mit Sicherheit tatsächlich so, 5G. Wenn man höher schwingt, dann erreicht einen das nicht mehr so. Also nicht in dem Sinne, dass man dann gedanklich und emotional noch so manipuliert werden kann. Nur mal als Beispiel. Und bei Gurudev hatte ich mal gehört, dass die Kinder dieser Zeit auch tatsächlich schon auf einem höheren Energieniveau, auf einem höheren Energielevel geboren wurden. Also, dass sie praktisch von Anfang an schon da stehen und nicht erst dorthin aufsteigen müssen. Jedenfalls sehr viele Kinder. Und natürlich ist die Frühsexualisierung dann ein großes Problem. Weil was macht das? Es bringt sie runter. Es nimmt das weg. Aber eben auch da, denke ich, ist es ganz gut und wichtig, neben der Aufklärung darüber, ja, auch solche Dinge durchaus mit anzusprechen, auch wenn man sie als Spiritualität bezeichnen kann. Es ist Spiritualität, aber wir leben in einer spirituellen, geistlichen Welt neben der Materie. Wir leben nicht nur in der dreidimensionalen Welt, in dem Viereck. Ich meine, Gott, die Dreifaltigkeit führt uns ja darüber hinaus in diese fünfte Dimension. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Vielleicht kommt es ja irgendwo an. Also wenn ich da dabei sein würde, würde ich das unglaublich belebend finden, neben der Aufklärung sich auch dafür zu öffnen. Ich meine, es erreicht dann die, die dafür offen sind. Und man kann es auf eine Art und Weise machen, dass es andere nicht verschreckt. Über sowas auch zu reden, es zu thematisieren und als mögliche oder eben vielleicht als die einzigen Lösungen mit aufzuzeigen, zu benennen, schon mal jetzt in dieser Zeit. Ja. Und hätte ich schon gefestigt woanders gestanden, hätte ich natürlich auch keine Probleme in der UTG Zürich bekommen. Aber so habe ich tatsächlich die Fotos meiner zweiten Taufe aus D5 neben mein Bett gelegt, um den Glauben nicht zu verlieren. Also in einer Phase, da bin ich jetzt auch schon lange wieder drüber, um nicht zu denken, was war das, ein Märchen? Und wo bin ich jetzt? Im Horrorfilm gelandet. Wäre ich da schon drüber gewesen, gefestigt, wäre das natürlich nicht so gelaufen. Aber eben, ich war gerade in einem Prozess angekommen, der dahin führte. Und die Widerstände gegen das runtergedrückt werden, waren dann nun mal einfach groß. Und die waren auch berechtigt. Ja. Manchmal sind
Widerstand und Rebellion eben auch ursächlich berechtigt für Einzelne oder auch für Gruppen. Noch in dieser Zeit. Ach ja, und dann ist mir noch was eingefallen. Wenn ich hätte wirklich frei etwas sagen dürfen zu der Leitung, dann hätte ich gesagt, geht mal dahin, inneres Kind, Freude, Lachen. Manche der Studenten, ich bin ja jetzt auch freitags nochmal an der Hochschule gewesen in Zürich, die rutschen einfach noch wie als Kinder das Gelände runter. Also jetzt nicht mit dem Po voran, aber eben so darauf sitzend und solche Dinge. Und da ist tatsächlich sehr viel Leichtigkeit und Fröhlichkeit an manchem Tag. Ja, und das ist auch gut, weil das ist eben automatisch schon mal eine höhere Schwingung. Ja, Humor, lachen können bei aller Ernsthaftigkeit. Ja, und wenn ich es gewagt hätte, dann hätte ich zu der Leitung, zu dem Leiter vielleicht gesagt, ihr müsst ja nicht euren Wohlstand und euer doch beschauliches Leben dafür verlassen. Aber als ich das erste Mal im Zürichsee schwamm, kam mir die Erkenntnis, dass es doch gut ist, kam mir dieser Satz, entwurzle dich und wirf dich ins Meer. Und das hätte ich eben im geistigen Sinne, zumindest in 2016/17, der Leitung auch gerne gesagt. Im geistig-geistigen Sinne. Das heißt ja nicht, dass sie ihrer Materie entsagen sollen. Aber eben, die Komfortzonen verlassen. Das geht ja auch auf einer anderen Ebene, ohne dass man dafür alle Ebenen nochmal durchwandern muss. Okay. Das kam mir nochmal. Ich denke, dass ich jetzt tatsächlich auch erstmal eine Pause mache. Vielleicht waren es ja Worte, die da ankommen oder die für irgendjemanden gerade jetzt gut sind, sie zu hören. Schönen Tag noch. Ciao.